Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video, was eine kleine Zeitreise ist. Funko Friday. Und damit willkommen im neuen Jahr hier auf Ebenenstil beim Funko Friday. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Und für mich ist es aber noch 2020 und für euch schon 2021. Was bedeutet, dieses Video reist durch die Zeit. Fantastisch, oder? Und was würde sich für so ein Thema besser anbieten als Dr. Who? Ja, was soll ich sagen? Schlechte Wortwitze und doofe Ideen. Willkommen im Moment-Kanal. Heute geht es um Dr. Who, um genau zu sein, um den 10. Doktor, als Tenth-Doktor mit Trenchcoat und Schallschraubenzieher. Ja, Dr. Who. Wir hatten ja schon mal drüber geredet. BBC-Serie läuft seit über 50 Jahren und hat schon sehr, sehr viele Schauspieler gehabt. Insgesamt sind wir jetzt bei Nummer 14. Und, ne, 13. 13. Ja, 14, wenn man ein bisschen anders zählt. Und ja. Wurde irgendwann eingestellt von der BBC und irgendwann erneuert. Das sind wir dann New Who. Das sind quasi die Staffeln, die im Moment noch laufen. Es hat 2005 angefangen und geht bis heute quasi. Und das hat bei dem 9. Doktor angefangen und der 10. war der erste, der dann richtig Content bekommen hat. Was das bedeutet, ist, dass der Doktor Nummer 9 hat nur eine Staffel bekommen und ist dann regeneriert zum 10. Doktor. David Tennant, ein fantastischer Schauspieler und auch immer noch einer meiner Lieblingsdoktoren. Und deswegen habe ich mir diesen Funko natürlich geholt. Ist ja auch irgendwie klar. Ja, und ja, da gibt es dazu nichts zu sagen. Klassisch im Trenchcoat und blauen Nadelstreifenanzug mit den roten Chucks. Ich liebe einfach den 10. Doktor, weil er herrlich bescheuert ist, ohne zu albern zu sein, was dann halt der 11. mehr war. Und es gibt ein riesiges Streitthema über Leute, welcher ihr Lieblingsdoktor ist. Die gute Jenny Wood, die ja auch schon mal hier war, die mag den 10. nicht, hat aber bei seinem Ende trotzdem geweint. Ich habe sie prophezeit. Ja, generell, Dr. Who ist eine wunderschöne Serie mit sehr viel Nerd-Kram. Und deswegen gibt es auch sehr viele Funkos darüber, in mehreren Chargen, in verschiedenen Editionen. Für jeden Doktor gibt es dann quasi was Neues, beziehungsweise fast jede Staffel kriegt neue Funkos. Und das ist cool. Und ich dachte, wir hatten ja schon mal über Amy gesprochen, weil Amy einer meiner wertvollsten Funkos ist. Und der 10. ist quasi einer meiner liebsten, weil, wie gesagt, einer meiner Lieblingsdoktoren. Und mit dem wurde ich erst mit der Serie richtig warm, weil das erste Mal Dr. Who gucken ist sehr, 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 sehr schwierig. Weil es ein sehr großer Trash-Faktor gibt. Das ist aber Sinn der Serie oder das ist Inhalt der Serie. Und ja, aber im 10. hat man die Serie erstmal richtig lieben gelernt. Und ja, wunderschön. Deswegen mein 10. Doktor, Dr. Who. Ja, wie geht's mit euch? Habt ihr Erfahrung mit Dr. Who? Guckt ihr Dr. Who? Habt ihr noch nie gesehen? Habt ihr noch nie gehört? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr es schon gesehen? Habt ihr schon gehört? Schreibt es auch mal in die Kommentare. Ich will einfach, dass ihr kommentiert. Das hat letztes Mal sehr, sehr gut funktioniert. Lob an euch. Und ja. Dann, wie ihr seht, ich experimentiere gerade ein bisschen mit Hintergründen und wo ich wie sitze und was. Und habt ihr schon dieses tolle Schild gesehen? Das hat die liebe Krümel für mich gebastelt zu Weihnachten. Ist das nicht cool? Voll cool, oder? Und mein neues Regale für Funkos. Vielleicht machen wir mal ein Video über, wie man Funkos am besten aufbewahrt. So, wie auch immer. Habt einen wunderschönen Tag. Erholt euch gut von Silvester und von der Nichtböllerei und von hoffentlich einem ruhigen Tag. Und guckt doch. Bis nächstes Mal. Ciao.